meine Lieben. Ja, ich habe mal wieder ein bisschen gebastelt und ich möchte euch mal zeigen, was ich so gemacht habe. Ja, bevor ich es dann irgendwann verschicke und dann vergessen habe zu zeigen. Als erstes fange ich mal an mit dieser Karte hier. Das war so ein Set einfach vom Action. Und da habe ich mir mit dem Plotter ein Faultierchen ausgeschnitten. Und innen drin ist die Karte komplett leer, also frei zur Gestaltung. Ja, das war das Erste, was ich gemacht habe. Dann habe ich ein bisschen Mixed-Media-Technik ausprobiert. Und zwar wollte ich ein paar von meinen Stickern verarbeiten. Hier habe ich so eine alte Mullbinde. Also ja, keine alte, sondern einfach so ein Stück von so einer Mullbinde halt kaputt gemacht, mir eingefärbt und dann dahinter verteilt. Ja, und dann habe ich so geguckt, was ich sonst noch so habe an Sachen und habe ein paar Blümchen gefunden, dann ein paar Action-Aufkleber von den Schmetterlingen. Diese Mäuschen, davon hatte ich mir den Stempel, den hatte ich mir mal geholt auf der Messe, auf der Kreativa in Dortmund. Diese Teile hier waren in meinem Päckchen mit drin, was ich letztens gekauft habe von Teddy oder Kick. Eins von beiden, ich weiß es nicht mehr genau. Und da hatte ich mir so eine große Packung gekauft und da waren verschiedene Sachen drin. Und ich dachte, zu dem Mäuschen, da passt so ein bisschen Nussschale und so ein bisschen so Waldsachen. Ja, hier oben dieser Tag hier, das ist auch etwas vom Action gewesen, so ein Set einfach. Ja, und dann habe ich wild daraufhin noch ein paar Aufkleber gemacht. Und den Hintergrund habe ich mit meinen Stempeln von Stampin' Up gemacht und dann einfach mit einem trockenen Schwämmchen genommen und dann eben immer drüber gefahren. Deswegen sieht man auch die Kreise ein bisschen. Und ich hatte das Gelb, war von Distressed Inks, nein, nicht Inks, Oxid Stempelkissen. Und da habe ich das Gelb genommen, weil das irgendwie schön zueinander passte. Ja, und so hatte ich den Hintergrund hier auch gemacht, nur dass ich da die Kreise ein bisschen großzügiger gezogen hatte. Genau. Und die ganzen kleinen Aufkleber, die hatte ich alle in einem Set von AliExpress in so einer kleinen Packung. Die habt ihr vielleicht in meinem Haul gesehen. Ja, dann habe ich etwas gemacht, das ist leider noch nicht so ganz fertig. Ist aber nicht so schlimm. Also die Deko drumherum fehlt noch. Ein paar Sachen habe ich schon fertig gemacht. Also die Tags habe ich schon fertig gemacht. Aber die Deko, die hier drauf kommt, die ist eben noch nicht fertig. Und zwar habe ich das gesehen, auch in einem anderen Video. Da hat das jemand geschenkt bekommen und dann habe ich geguckt, wo das her war und habe das nachgemacht. Ja, und zwar ist das wie ein Album quasi, aber nicht wirklich, weil hier sind nämlich zwei Taschen. Und hier hinten ist so ein Block eingearbeitet, den man auch später wieder austauschen kann. Also der ist hier nicht festgeklebt, sondern den kann man halt rausmachen und wieder reinschieben. Und dann kann man den eben austauschen, wenn er leer ist. Genau, und hier hat man eben zwei Taschen, wo man zum Beispiel dann seine Zettel, wo man sich was draufgeschrieben hat, reintun kann oder irgendwelche anderen Unterlagen vielleicht. Und ja, ich fand das mega, mega süß, musste das unbedingt nachmachen. Und ja, genau, da, so weit bin ich jetzt. Und wie gesagt, es muss halt noch zu Ende dekoriert werden. Hier hinten habe ich schon mal so ein bisschen angefangen, aber das soll natürlich noch ein bisschen spektakulärer werden. Genau, und ja, das kann man sich dann eben hinstellen und die kann man natürlich die Tags auch austauschen. Die muss man ja nicht hier drin behalten, kann man ja andere machen. Hier hatte ich leider, das war das Erste, was ich zusammengeklebt habe und habe dieses Teil hier falsch aufgeklebt und hatte statt nur die Klebelaschen aufzukleben, das ganze Teil geklebt. Und das hat mich dann geärgert, dass hier keine Tagtasche mehr war und deswegen habe ich hier dann so eine kleine noch mal extra gebastelt und die eben draufgelegt. Finde ich aber auch ganz witzig. Dann spiegelt sich das hier noch mal so ein bisschen wieder. Finde ich gar nicht so schlimm. Ja, hier habe ich dann mit verschiedenen DSP eben einfach nur beklebt.
Ja, und wie gesagt, hier sind dann halt diese beiden Taschen, wo man dann was reintun kann. Ja, und das Ganze ist mit einem Magneten verschlossen. Ich finde es super, super schön und bin schon selbst gespannt, wie es aussieht, wenn die Deko komplett fertig ist. Dann habe ich theoretisch das gleiche nochmal gemacht und das ist aber schon fertig dekoriert. Und passend dazu habe ich auch noch so einen Stifthalter und einen Stift gemacht. Fand ich auch sehr, sehr süß. Auch das hier ist mit einem Magneten festgemacht und wie gesagt, hier ist es schon soweit fertig dekoriert. Hier habe ich mir mit dem Plotter so einen amerikanischen Briefkasten ausgestanzt. Und auch hier, wie gesagt, mit Magnet verschlossen. Und das hier, das sind einfach nur Buchstaben gewesen, die ich mir letztens gekauft habe. Und die habe ich mir dann mit meinem Stempelkissen Glutrot von Stampin' Up farbig gemacht. Ja, das Blatt, das hatte ich mal irgendwo anders drin. Auch hier sind dann immer Text drin, die passend zu dem Hintergrund sind. Hier habe ich mir so ein Blümchen gemacht. Die Ausstanzungen, die hatte ich mal in irgendeinem Tauschpaket drin. Und dann habe ich mir einfach zwei davon übereinander geklebt und in der Mitte noch so ein Glitzersteinchen dazu. Die hatte ich auch mal bei einer Tauschpost drin, diese Ausstanzungen. Hier dieser Pilz und den Fuchs hatte ich, habe ich mir auch mal irgendwann gekauft. Ich weiß nicht mehr wo, bei Teddy oder ich glaube es war bei Teddy. Da habe ich die beiden Teile geholt. Und ja, auch hier, den habe ich angemalt. Und der war leider noch nicht ganz trocken. Da hat er hier den Fuchs, das Füchschen ein bisschen verfärbt. Aber finde ich jetzt nicht so schlimm. Ja, und wie gesagt, auch hier wieder Text. Hier habe ich es diesmal dann auch richtig gemacht. Und richtig angeklebt. Noch ein paar Glitzis mit reingeklebt. Und doch relativ schlicht gelassen, weil ich eben möchte, dass die Person, die es bekommt, auch noch ein bisschen selbst dekorieren kann. Und die beiden Schmetterlinge hier habe ich mir auch eingefärbt und wie ihr seht, auch die waren noch nicht ganz trocken und haben hier ein bisschen abgefärbt, finde ich aber nicht so schlimm. Ja, hier sind die Taschen in weiß, weil ich eben das Papier in weiß benutzt habe. Also die Außenform sozusagen ist eben weiß gewesen in dem Fall. In dem anderen Fall war es ja lila. Und auch hier ist wieder der Block, den man dann eben später austauschen kann. Genau. Ja, und das war es theoretisch auch schon. Hinten habe ich hier nichts weiter dekoriert, einfach nur so ein nettes kleines Display noch drauf gemacht. Ja, und wie gesagt, das hier gehört zusammen. Ja, und das war es tatsächlich auch schon. Mehr habe ich jetzt die Tage nicht gemacht und ihr seht, die ganzen Sachen sind noch gar nicht ganz trocken. Ich kriege hier überall noch rote Finger. Das sollte ich vielleicht mal mit meinem Föhn ein bisschen bearbeiten, weil gerade das Rot, das kriegt man ja immer echt gut von den Fingern wieder ab. Aber Gott sei Dank habe ich ja mein Spray hier von Stampin' Up, Stampin' Mist. Und ja, da werde ich mir gleich ein bisschen auf meine Finger sprühen und dann ist das wieder okay. Gut, ihr Lieben, ja, ein sehr kurzes Video, nur einmal kurz gezeigt, was ich so gemacht habe, damit ich auf jeden Fall nicht vergesse, es zu zeigen, bevor ich es dann wieder verschickt habe. Okay, ihr Lieben, ich sage Tschüss und habt noch einen schönen Tag.